So, hallo und herzlich willkommen zurück zu Axiom Verge. Das letzte Mal haben wir in Eden das wichtigste Item eigentlich bekommen. Also, das wichtigste, falls man unendlich hoch klettern will. Ja. Seit um das bisschen zum Deutschen genutzt werden kann, halt einfach. Aber ja. Wie mache ich den am besten fertig? So. Ein bisschen viel Schaden. Ah, nee, das war falsch. Egal. Nee, was kommt denn mit der Cure da? Diese Art Barriere habe ich schon einmal gesehen. Sie benötigt einen speziellen Schlüssel, um daran vorbeizukommen. Ein materielles Objekt der Sudrana. Okay. Werdet ihr euch eigentlich noch dafür entschuldigen, dass ihr mich vorhin getötet habt? Trace, das war die Entschuldigung. Ich schaue mal besser nach dem verdammten Schlüssel. Danke. Das ist nicht bitte. Nichts, dann habe ich die Waffe nie wirklich verwendet. Okay. Scheint ganz gut zu sein. Ach man, da kommt nicht hin. Okay. Weiter den Schlüssel suchen. So. Wir geben einem zum Glück ziemlich viel Leben wieder. Achso, ja. Gespeichert, Leben wieder aufgefüllt. Ah, so kann ich euch nicht. Oh ja. Dann rennen sie von mir weg. Okay, finde ich auch gut. Okay. Komm zurück, den muss ich dann mal. Ja,
weiß nicht mehr, wie, ob sie ein Geheimnis, irgendwas Geheimnis gab, aber. Oh, cool, da war eine Notiz. Okay. Das Land zivilisierter Könige. Das Land zivilisierter Könige, ausgesprochen mit Ehrfurcht in Poesie und Gesang zugleich oft beschrieben als unser Mutterland, unser Geburtsrecht, das gelobte Königreich. Es ist des hiesigen Meinung, dass das Land der zivilisierten Könige kein anderes ist als Sudra selbst, in einer Zeit vergangener Glorie. Die alten Maschinen, diese beständigen Zeichen schlechten Glückes, waren einst unsere einmalige Rettung. Ewige Ernte, ewiges Glück, ewiges Leben. Wir lernten solche Dinge zu fürchten. Menschliche Natur, wir erwarten, dass auf Gutes eben Böses folgt. Wie die Nacht auf den Tag, wir folgen unserem Instinkt und trinken nie zu viel vom süßen Nektar. Und manchmal schlägt dieser Instinkt doch um ins Gegenteil. Es ist Zeit aufzuhören, vom Land der zivilisierten Könige zu schwelgen, als sei es ein verlorener Traum. Es war nie verloren. Es wartet nur auf uns es wartet nur darauf, von uns wieder erweckt zu werden. Okay. Musste ich mir so ein bisschen Mühe geben, das vorzulesen. Gesetzlich ganz nicht. So, ja, die sind nicht fest. Also, teilweise so verdaut. Ja. Sollte der letzte Haufen sein. Im Gewölbe. Oder was auch immer. Verdammt.
etwas gefunden. Sutran-Schlüssel benutzen, um bestimmte Türen auf Sutra zu öffnen. Ja. Wir müssen den Schlüssel eigentlich nie benutzen. Der ist einfach von Anfang an benutzt. Ja. Sobald man ihn gefunden hat, sind einfach alle Türen, die vorhin geschlossen waren. Nichts mehr. Ich dachte, hier gibt es vielleicht noch Knoten von Fragmenten. Gut, dann halt nicht. Haben wir ein bisschen Zeit verschwendet. Schaden. Und das Leben von uns als Boni wurde damit auch erhöht. Bisschen knapp. So. So, hier unten. Ich aber noch nicht rein. Okay. Hans.
Damit habe ich jetzt etwas hier ausgelöst. Ich weiß es nicht. Also, es war eigentlich ziemlich offensichtlich, dass ich hier damit was auslöse. Allerdings sieht man es auch schon. Und das hier ist ein bisschen komisch. Wow, da kriegt man sogar Schaden von. Mehr oder weniger. So tolle Gegner. Alter. Danke für ein bisschen meine Hinterlanken, bis ich dich zurückbekommen habe. Okay, neue Waffe. Quantum-Abwandler. Passt seinen Flugvektor zufällig an für mehr Abdeckung. Ja. Das ist einfach random. Ugh. Das muss man auch wissen. Und hier gibt's was genau? Gesundheitskomponentenfragment. Okay. Cool. Hier unten kann ich dann bei meiner Seite. Roter Rollkette. Was ist es denn? Roter Mantel. Okay. Doppeltippen zum Teleportieren. Beschädigt Fliesen und Feinde auf deinem Weg. Fliesen? Okay. Das ist auf jeden Fall eine falsche Übersetzung. Ja, wir können uns jetzt noch weiter teleportieren. Trace sieht noch komischer aus. Energieknotenpunktfragment 5 von 6. Und Justin Bailey. Was sieht er dann wieder besser aus ohne das? Okay. Mit dem Item kommen wir jetzt sogar an alle Secret. Also Secret Gebiete, Geheimgebiete. Das war das letzte, was gefehlt hat. Ja, wir können jetzt einfach durch Gegner durch dashen und machen mehr Schaden oder
glaube, das ist hier noch ein Tier. Ja. Das ist neu, dass wir anfangen, Spiele zu spielen. Das geht ja mal gar nicht. Ja, die kann ich jetzt auch einfach besiegen. Das ist schön. Das hier. Ja. Gehen wir hier lang. Das dürfte schneller gehen. Cool. Ich will noch mal an den Anfang zurück. Oh, warte. Hahaha, never mind. Das sind sowieso noch mehr Sachen, die ich holen wollte. Also gehen wir nicht hier lang. Ja, gut. Da war ja auch noch die Notiz, in die wir nicht hingekommen sind. Okay. Offizieller Brief an die Hohepriesterin Ishinima. Wir bedanken uns für Ihre Bedenken, können aber augenblicklich keinen Handlungsvorschlägen der Kulilthu-Folge leisten. Es wäre durchaus im Bereich des Denkbaren, dass diese selbst die Krankheitserreger geschaffen haben. Nin Uruna. So nicht. Speichern. Okay. Gerade geben, obwohl ich nicht mal so viel versuche. Okay, dann sind wir ja schon wieder hier. Ah, hier war's.
unbekanntes Zitat. Es soll nie in Vergessenheit geraten, das Vermächtnis der Sudra in diesen weit entfernten Tagen. Es war eine Zeit des Krieges, der Schlachten zwischen Dämonen und wütenden Männern. Als donnernde Feuerstürme und Dunkelheit zwischen den Kämpfern umherging. Erst als die See in zwei brach, das letzte Korn zu Staub zerfiel, der letzte Stein des letzten Hauses zertrümmert und der letzte Krieger und der letzte Dämon im Sterben lagen, verstanden die Leute ihre Sünden. Und so wurden die Arme der Apokalypse versiegelt, die Meister der Profile kastriert, die alten Maschinen in den Schlaf geschickt. Das Vermächtnis der Sudra ist die Sühne. Es ist die Entschädigung für die Sterne und die See. Es ist das Leiden, das uns die Erlösung bringt. Ein Das-Das-Fehler. Aber ich meine... Ah, okay. Das ist ja nicht so schlimm. Hier auf der Map sieht man jetzt oben rechts einen gelben und einen rosanen Punkt. Das heißt, wir haben hier alles gefunden. Das ist auch gut zu wissen. Hier fehlen uns noch Sachen. Wo fehlen uns noch Sachen? Ach ja, ich weiß wo. Hätte ich glaube ich auch schon länger hingekommen. Sehr wahrscheinlich. Ja. Einfach durchlaufen ist jetzt nicht mehr so schwer. Jetzt bin ich zu weit unten gewesen. So. Das war eigentlich nicht so geplant. Okay, dann machen wir es halt anders. So. Hier irgendwo weitergehen. Das tut ja wie Leute. Ich glaube, das war eine Waffe. Ja,
Anbindungsladung, ein Feld aus geladenen Partikeln an einer unzerstörbaren Leine. Ja, wir haben jetzt einen neuen Stern. Finde ich aber nicht so cool. Run. Ach ja, hier wäre man nie dran gekommen. Und man hätte hier durchgehen müssen. Erstmal. Aber naja. Der auch ein Secret. Alle Items und alle. Ja, die ganze Map können wir hier nicht haben. Wo muss ich denn anschauen? Aber auf jeden Fall nicht jetzt. Sagen. Schauen wir, dass wir das nächste Mal versuchen, andere Karten soweit fertig zu machen, den wir irgendwann mal jetzt haben. Eden, Ukna, Indie könnten wir mal schauen. Ja. Kur wird noch, weiß nicht, das, da muss ich mal schauen. Wo die Sachen noch sind. Aber so die Anfangsding sollten wir jetzt dann hinbekommen. Ja, dann würde ich sagen, ich hoffe, euch hat es gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao Leute.